Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Fred, und heute mal. Ja, ich habe noch ein paar Angriffe vorbereitet und aufgrund der Ereignisse, die da gleich noch folgen. Und ich hasse dieses Mikro, ey. Immer schmiert es ab und dann muss ich es neu justieren. Das ist echt zum Kotzen, ey. Ich hoffe mal, es geht jetzt wieder einigermaßen. Ja, aufgrund der Ereignisse, die da auf jeden Fall noch folgen werden, habe ich doch ein bisschen sentimentale Gefühle heute, will ich das mal nennen. Ich bitte euch aber trotzdem, das Video bis zum Ende anzugucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe noch einige Sachen vorbereitet und würde mich freuen, wenn ihr es auch ganz, ganz, ganz bis zum Schluss schaut und nicht irgendwie so 5 Sekunden vorher abschaltet. Es lohnt sich. Ja, ich hatte dann mir so gedacht bei diesem Angriff, eigentlich zuerst mit den Ballons alles aufzuräumen, die Altzauber zu nehmen, damit die Ballons ein bisschen beschleunigt werden. Ja, ist halt, ich bin ja, ihr wisst es, ich bin kein Freund der Eilzauber, das ist einfach so, da brauche ich auch kein Geheimnis draus zu machen. Naja. So, jetzt sehen wir jetzt hier noch, wie die Minions noch die Restarbeit erledigen und quasi alles noch aufräumen. Muss ich sagen, der Loot ist natürlich auch ganz geil gewesen. Das war noch vor dem One-Gem-Boost übrigens. War das vor dem, ich glaube schon, das war noch davor. Das war noch vor dem One-Gem-Boost, also, ja, muss man sagen, ist auf jeden Fall ganz okay gewesen, vom Loot her kann man so lassen. Hab die jetzt außenrum noch gesetzt, damit es einfach ein bisschen schneller geht. Das hat mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu lange gedauert. Hab's jetzt auch nochmal so auf zweifache Geschwindigkeit vorgestellt. Und dann sollte das auch eigentlich laufen. Ja, der Loot ist echt okay, muss man sagen. Zuletzt hatte ich auch eigentlich immer ganz guten Loot. So, generell durch den One-Gem-Boost war er natürlich auch ganz gut. Muss man sagen, ich habe auch gleich noch ein, zwei weitere Angriffe für euch vorbereitet, bevor das große Finale kommt. Und wir gemeinsam den Countdown einläuten zur Maxed Defense Base. Dann Clash of Clans durchgespielt, heißt ja der Titel der Sendung. Und ja, wir wollen mal sofort reingehen und uns Angriff Nummer 2 anschauen. So, Angriff Nummer 2 war echt ein extrem geiler Angriff, muss ich einfach nur sagen. 514.000, hatte ich den schon mal? Nee, den hatte ich noch nicht, oder? Den habe ich noch nicht. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich den Angriff schon mal geteilt habe. Ich glaube aber nicht. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich den Angriff noch nicht geteilt habe. Minions hingeschickt. Clan-Truppen kaputt gemacht, so, jetzt habe ich außen schon was hingesetzt. Er hat natürlich extremst viel Elixier zur Verfügung. Außen schon mal so weit es geht, versucht alles kaputt zu machen. Mit meinen Bogenschützen, jetzt habe ich schon 300.000 Elixier, jetzt habe ich da außen versucht, mit meinen Barbaren reinzugehen. Ich habe es zwar vielleicht ein bisschen schnell gestellt. Der König ist drin. Die Königin ist auch drin, die habe ich schon gezündet. Den König kann ich noch zünden, habe ich jetzt gemacht. Oh, gleich über 500.000 Elixier, sehr geil. Das Gold fehlt noch, das Gold muss ich mir noch holen. Das Dunkle noch dabei, ein bisschen was. Jetzt haben wir schon 1.500 Dunkles, das ist ja auch nicht schlecht. So, und die Minions rasieren jetzt hoffentlich noch ein bisschen und kümmern sich jetzt noch ein bisschen um das Gold. Also 200.000 Gold dabei wäre natürlich auch noch nicht so ganz so verkehrt eigentlich. Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht mehr, wie viel ich genau geholt habe. Okay. Sogar 250.000 Gold schon geholt, das ist natürlich auch nicht schlecht. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. 269.514.1624 Dunkeles. Das ist doch geil. So, der Angriff war ein ganz geiler Angriff. Ich hatte nur den König. Ja, hab die Clanburg gesetzt, hab meinen König gesetzt, hab einen Wutzauber gesetzt, hab einen Heilzauber gesetzt. Und der König, ja, dadurch, dass kaum Verteidigungsanlagen in der Nähe sind, rasiert der König jetzt schon mal ganz anständig. Der Gegnerkönig kommt, aber der wird auch nicht in die Nähe meines Königs kommen aktuell. Ja, er ist einfach zu weit weg, er geht jetzt wieder zurück. Mein König ist da, rasiert jetzt noch ein paar Minen und Sammler da weg. Und das war so ein geiler Angriff, weil ich einfach, ich dachte, ich hätte Heiler dabei gehabt, ich hatte gar keine Heiler dabei. Und dann hatte ich halt nur den König und dann dachte ich so, scheiße, was machst du jetzt, du hast nur den König dabei. Ja, dann habe ich nur versucht, das Beste draus zu machen. Die Base hat sich halt auf jeden Fall angeboten, den König da mal zu setzen. Der tankt natürlich wie verrückt. Jetzt schießt noch die Kanone drauf ein. Der Gegnerkönig merkt eigentlich nichts. König gezündet. Jetzt kümmert er sich mal eben ganz schnell um den Gegnerkönig. Level 2 gegen 21 geht natürlich dann auch relativ fix. Auch wenn der König in der Defense natürlich ein bisschen stärker ist immer. Und dann zack, zack, zack. Jetzt kümmert er sich um die nächste Mine noch. Das heißt, glaube ich, okay, jetzt geht er in die Mitte, da habe ich aufgegeben. So, ja, jetzt sind wir wieder in meiner Base und es sind noch 2 Minuten und 40 Sekunden, bis das letzte Gebäude maxed ist. Und ja, es ist natürlich so ein kleiner sentimentaler Moment, muss man sagen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch an alle, die immer eingeschaltet haben bei Clash of Clans. Und macht euch aber auf jeden Fall mal keine Sorgen. Und guckt es auf jeden Fall auch bis zum Ende. Ich bin mal schon sehr gespannt, ob es euch gleich gefallen wird oder nicht. Was ich so vorbereitet habe in dieser kleinen Folge und, ja, was soll ich noch ansonsten sagen? Es hat mir immer viel Spaß gemacht, auf jeden Fall die Folgen zu machen, Clash of Clans. Ich habe mir immer sehr viel Mühe gegeben. Ich hoffe mal, das sieht man auch in den Folgen. Und ja, das letzte Gebäude auf Maxed,
Ich weiß noch nicht genau, ja, das ist so. Es gibt ja viele Match-Spieler eigentlich, nur ihr wisst es ja selber, ich mag das Pokalejagen nicht so. Ich mag das Pokalejagen einfach nicht so. Von daher ist es immer so ein bisschen schwierig jetzt und ja, es wird schon so ein bisschen sentimental jetzt, wenn ich weiß, was da gleich folgt bei noch einer Minute und 47. Es besteht ja dieser Mythos, dass dann ein Schild kommt, wo steht, herzlichen Glückwunsch, du hast Clash of Clans durchgespielt. Ich bin mal gespannt, ob das dann bei mir auch kommt. Bin ich mal gespannt. Das ist ja so ein Mythos, der da so umhergeistert. Ich weiß es nicht, ob das kommt.